Wunderbar. Ja, dann möchte ich Sie herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank für die Einladung, Frau Herrmann-Uhlig. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, das sagt man ja immer so, aber das ist diesmal wirklich besonders, nämlich mal zu meinen Wurzeln, wie Sie ja schon gesagt haben, so der Gestalttherapie und auch des Feminismus so zurückzukehren und ja, mal gucken, wie da, ja, was da Neues passiert oder was ich woran ich auch anknüpfen kann. In Deutschland ist das ja mit den richtigen Verfahren sehr so in die Richtung der Richtlinien gelaufen. Und ich finde das manchmal sehr schade, so dass der experimentelle Ansatz und die Methodenvielfalt so der anderen, also wie der Gestalttherapie, dass das so verloren gegangen ist. Oder so an den Rand gerückt ist. Das Zitat, jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen, dass Sie dieser Tagung vorangestellt haben, in dem Zitat, das Sie dieser Tagung vorangestellt haben, spricht Peutz davon, dass das Sexuelle zwar omnipräsent ist, seines Geheimnisses, seiner Macht und vor allem seiner dunklen Seite, aber durch die sexuelle Befreiung im Zuge der 68er-Bewegung beraubt wurde. Um die dunkle Seite geht es in diesem Vortrag. Ja, genau. Sexualität und Sexualisierung zur Psychodynamik von pornografischen Süchten. Nach meiner Erfahrung, die durch Diskussionen mit Fachkollegen und Fallbeschreibungen weitgehend bestätigt wurde, sind es hauptsächlich heterosexuelle Männer, die wegen unterschiedlichen Formen süchtiger Sexualität eine Behandlung aufsuchen. Nicht selten, weil sich ihre Partnerinnen von ihnen getrennt haben, nachdem sie damit konfrontiert wurden. Ich werde darauf zum Schluss des Vortrags nochmal kurz eingehen. Insofern handeln die Fallbeispiele auch überwiegend von heterosexuellen Männern. Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Zuerst wird es um Sexualität und Sexualisierung gehen. Dann gibt es eine kurze Pause, weil das ziemlich lang ist, und in der Sie sich mit der Nachbarin oder mit dem Nachbarn austauschen können. Und dann kommt der zweite Teil, in dem es schwerpunktmäßig um die Online-Sexsucht geht. Dazu gibt es 8 Folien mit den Kernaussagen. Eigentlich gab es 3 mehr, aber die sind auf dem Postweg verschwunden. Aber jetzt zum Anfang. Am Anfang einer partnerschaftlichen Liebe steht meist die erotische Anziehung, das sexuelle Begehren. Am Anfang eines menschlichen Lebens steht, das wissen wir seit Freud, ein ähnliches Begehren, aus dem sich Bindung und Liebe entwickeln. Aus der Literatur, aus Filmen und meist auch aus eigenen Erfahrungen wissen wir, welche Kraft aus zurückgewiesener Liebe entsteht, wie verheerend die narzisstischen Kränkungen ausfallen kann, die sexualisiert auch suchtartigen Charakter annehmen kann. Am Anfang steht also das Begehren, die Sexualität und, wenn es schlecht läuft, am Ende die Sexualisierung und die Sucht. Die Kette, die durchaus zirkulär zu denken ist, könnte so aussehen. Jetzt wäre eigentlich eine Folie gekommen, die fehlt. Also das Begehren, Sexualität, Liebe, Bindung, Versagen, Konflikte, narzisstische Kränkung, Sexualisierung, Sucht. Nach diesem Prolog, dem ersten thematischen Bogen, möchte ich das Tempo drosseln und dort beginnen, wo uns das Thema Sexualität in unserer Arbeit begegnet. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es sich anfühlen kann, über Sexualität in Beratung und Therapie zu sprechen. Auf der einen Ebene sind wir umgeben von Sexualität, ob Autos oder Unterwäsche, Schokolade, Eis, Urlaubsorte, Getränke, Fernsehshows, alles wird sexuell konnotiert und soll seine euphorisierende Wirkung entfalten, weil wir uns die neuen Produkte oder Dienstleistungen einverleibt haben. Damit wird permanent suggeriert, dass wir allen Übeln, Stress, Konflikten oder Traurigkeit durch Sexualisierung entfliehen können. In Talkshows, in den Medien werden alle möglichen Spielarten von menschlicher Sexualität öffentlich inszeniert. Es scheint keine Tabus mehr zu geben. Shades of Grey, ein Fortsetzungsroman über eine sadomasochistische Beziehung, erreichte Millionenauflagen. Niemand will schließlich mehr verklemmt sein, sondern offen für Neues und ein klein wenig Verruchtes. Volkmar Siegusch hat in diesem Zusammenhang von Neosexualitäten gesprochen. Er meinte damit, dass die Sexualität einen tiefen Wandel vollzogen hat.
aus dem einst mächtigen Trieb erleben, das mit schweren Schuldgefühlen einhergehen konnte, scheint heute ein oberflächliches Freizeitvergnügen geworden zu sein. Phänomenologisch firmiert sie als Lifestyle-Sexualität. Ein bisschen Bi, ein bisschen SM, ein bisschen voyeuristisch, exhibitionistisch, ein paar Fetischpartys, mal im Swingerclub. Es geht um Möglichkeiten der Erregung und des Vergnügens, die zu nutzen, die im Ideal geradezu angehalten werden. Man probiert alles Mögliche aus, legt sich nicht fest, besetzt nichts wirklich, sondern schreitet relativ mühelos zum Nächsten, wenn etwas an Reiz verliert. Das ist vielleicht auch ein kleiner Überhang zu Ihrer Bemerkung mit dem Kapitalismus und der fluiden Identität, also wie das auch das Tempo und die Unterschiedlichkeit auch wieder ihren Markt findet. Sexualisierung ist als moderne Abwehrform zu verstehen. Die Regulierung des narzisstischen Gleichgewichts steht im Zentrum und wird zum Kern des sexuellen Lebens und Handelns, ganz im Sinne der Konsum- und Wegwerfgesellschaft, in der wir auf schnelle Kicks aus sind und nicht auf langfristige Bindung. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass 95% aller sexuellen Akte in festen Beziehungen stattfinden. Und dass es dort, wo Sexualität mit Beziehung und Bindung zusammenkommt, nicht mehr so einfach und locker ist. Und es ist auch nicht mehr so einfach und so locker, darüber zu sprechen. Und das merken wir auch in der Beratung. Ein Fallbeispiel. Ein sehr sympathisch wirkender Mann, 32 Jahre alt, dezent trennlich gekleidet, sitzt mir im Erstgespräch gegenüber. Er erzählt zunächst von der Odyssee, die er hinter sich hat. Sein Hausarzt hat ihm 3 Adressen von PsychotherapeutInnen gegeben. Nachdem er sein Problem vorgetragen hat, erklären alle, dass sie es vorzögen, ihn nicht zu behandeln. 2 Kollegen bieten ihm zwar weitere Gespräche an, sagen aber auch deutlich, dass sie sich nicht zutrauen, an seiner Symptomatik zu arbeiten. Eine 3. Kollegin lehnt die Behandlung ohne weitere Begründung ab. Der Patient geht zurück zu seinem Hausarzt, der schickt ihn jetzt zu einem Psychiater, der schickt ihn zur Sexualberatungsstelle im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, der Kollege dort schickt ihn zu mir. Sein Problem, er hat immer wieder den unwiderstehlichen Drang, zu Prostituierten zu gehen. Hätte derselbe Mann den gleichen Drang gehabt, etwas zu klauen oder bei Rot über die Ampel zu fahren, hätte er wahrscheinlich bessere Chancen gehabt, schnell einen Therapieplatz zu bekommen. Dies ist leider kein Einzelfall. Immer wieder berichten Kolleginnen aus Sexualambulanzen, wie schnell Patientinnen mit sexuellen Symptomen an sie überwiesen werden. Sexuelle Symptome scheinen Unsicherheit auszulösen und den Schrecken mit den eigenen therapeutischen Möglichkeiten an Grenzen zu stoßen. Kommen noch deviante oder wie man früher sagte, perverse Tendenzen hinzu, werden häufig schwere strukturelle Störungen und unauflösbare Fixierungen vermutet. Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem, welches häufig von Fortbildungsteilnehmerinnen genannt wird, ist das Tabu, über sexuelle Details zu sprechen, was mit Schamgefühlen einhergehen kann, dann nämlich, wenn wir das Gefühl haben, grenzverletzend in den intimen Raum eines anderen einzudringen. Während die meisten von uns keine Scheu haben, bei kleptomanischer Symptomatik genau nachzufragen, wann zum Beispiel der Drang zu klauen auftaucht, ob Frustrationen oder Kränkung vorausgegangen sind, mit welchem Gefühl der Patient den Laden betritt, was er von seiner Umgebung wahrnimmt, welches seine begehrten Objekte sind, zu welchen Interaktionen es kommt, wann die Spannung, wann die Befriedigung am größten ist, was passiert, wenn er oder sie erwischt wird, scheint die Schwierigkeit in der Beratung über Sexualität zu sprechen, wirksam zu verhindern, die gleichen Fragen Patienten, Patientinnen mit sexueller Symptomatik zu stellen. Wir sollten uns aber klar machen, dass die Patienten genau über dieses Thema reden und sich selbst darüber klar werden wollen, was eigentlich genau in ihnen vorgeht. Und ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, die eigenen Hemmungen zu überwinden und so lange Fragen zu stellen, bis sie ein wirklich deutliches Bild erhalten. Bei diesen Patienten hieße es, ihn genau zu fragen, wann sein Drang zu Prostituierten zu gehen auftaucht, was er dann macht, wie er sich dabei genau fühlt, was sich sowohl emotional als auch im Hinblick auf sein Körperempfinden in ihm abspielt. Denn der Thrill, den der Patient sucht, den er aus noch unbekannten Gründen braucht, hat bei dieser Art von Symptomatik ganz unmittelbar etwas mit seinem Körpererleben zu tun.
Sie lässt sich nicht fern vom Körper begreifen. Genauso wichtig ist es, ein genaueres Bild vom Ablauf der Inszenierung zu erhalten, die sich fast immer nach dem gleichen Schema abspielt. Es ist wichtig, dieses Schema auf die darin enthaltenen unbewussten Reinszenierungen hin zu untersuchen und auch hier immer wieder nach den körperlichen Reaktionen, den Spannungs- und Erregungs- und Befriedigungszuständen zu fragen. Vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte fallen dann an irgendeiner Stelle Details auf, die helfen, die Symptomatik zu entschlüsseln. Unser Patient beschreibt zum Beispiel eine intensive, zwanghaft getriebene Suche nach der ultimativen Frau. Die Vorstellung, es könne noch eine Frau geben, die er übersehen haben könnte und die mehr Befriedigung verspricht, ist ihm unerträglich und führt sofort zur Weitersuche. Der Patient ist während dieser Zeit nicht ansprechbar, reagiert gereizt auf Störungen, sitzt völlig verspannt vor dem Rechner. Bei genauerem Nachfragen wird deutlich, dass er möglichst viel Normalität will. Keine lange Liste von ausgefallenen Sexpraktiken, sondern ausschließlich normalen Sex. Die Umgebung muss privat sein. Keine Apartmenthäuser mit vielen Frauen und vielen Freiern, die sie vor den Klingelschildern drängen. Wenn er ein vielversprechendes Angebot gefunden hat, geht es weiter. Zum nächsten Geldautomaten, zur U-Bahn oder ins Taxi, je nachdem wie viel Zeit er hat. Der Moment vor der Tür, hat es sich gelohnt oder wird er enttäuscht? Wenn die Frau zu aufgetakelt, zu geschäftig oder zu kühl ist, denkt er sich eine Ausrede aus, um sie nicht zu kränken und begibt sich gleich weiter zur nächsten Adresse. Manchmal, wenn er sich nicht traut, wieder zu gehen, bringt er den Beischlaf schnell hinter sich, um dann sofort weiterzuziehen. Wenn eine Frau seinen Vorstellungen entspricht, überkommt ihn nach den Stunden der Hochspannung ein richtiges Glücksgefühl. Er ist angekommen, alles ist gut, ein Moment von tiefer Ruhe und Entspannung. Während die Frau noch im Badezimmer ist und er für einen kurzen Augenblick allein auf dem Bett liegt. Er sagt, eigentlich könnte ich dann schon fast nach Hause gehen. Zitat Ende. Dies ist die Stelle, von der aus sich die Symptomatik entschlüsseln lässt. Die Spannung, die völlige Fixierung auf dieses eine Ziel löst sich das erste Mal auf. Es kommt zu einer tiefen Entspannung und Befriedigung, die vor der sexuellen Handlung liegt und die dem Patienten bis zu unserem Gespräch kaum bewusst war. So offen wie in diesem Fall liegt die Sexualisierung von regressiven Wünschen selten da. Aber bei den meisten neurotischen oder narzisstischen Störungen, in denen ein Wunsch abgewehrt und durch einen leichter zu befriedigenden ersetzt wird, geht es um dieses Thema, um die Sexualisierung von frühen Versorgungswünschen, von Wünschen nach Geborgenheit, gesehen und oder gehalten werden. Von einem Mann, der als Kunde zahlungskräftig und sexuell potent auftritt, können regressive Wünsche scheinbar unbemerkt gestellt und zumindest flüchtig befriedigt werden. Obwohl die meisten Sexarbeiterinnen vermutlich wissen, dass sie oftmals genau dafür bezahlt werden. Die Sexualisierung als Abwehrform zu denken, erscheint zunächst einmal etwas befremdlich. Denn Anfang des letzten Jahrhunderts, mit dem Beginn der Psychoanalyse, waren es gerade die sexuellen Triebe oder Bedürfnisse, die individuell und kollektiv verdrängt werden mussten und zu neurotischen Konflikten führten. In dieser Tradition erscheint Sexualität vielleicht immer noch als etwas Primäres, etwas Bedrohliches, welches sich seinen Weg aus den Tiefen des Unbewussten an die Oberfläche bahnt. Sexualität zur Tarnung von heute oft viel bedrohlicheren Wünschen zu benutzen, wie es häufig regressive Wünsche bei Männern oder aggressive Impulse bei Frauen sind, erscheint ungewohnt und befremdlich. Die Sexualisierung, das heißt die Nutzung der Sexualität zu Zwecken der Abwehr, eignet sich wie stoffgebundene Drogen auch, um Unlustgefühle in Lustgefühle umzuwandeln, um Leere zu füllen, Ängste scheinbar zu bewältigen. Sie ist durch die Körperlichkeit mit frühen Empfindungen verbunden, eignet sich gleichzeitig auch zur Gewisserung von Potenz, zur triumphalen Überwindung von regressiven Ängsten und Sehnsüchten. Aber bevor wir uns weiter mit der Sexualisierung beschäftigen, ist es sinnvoll, zunächst zur Sexualität zurückzukehren und zu sehen, wie Sexualität und Sexualisierung zusammenhängen und miteinander verbunden sind. Also, was ist eigentlich Sexualität, wenn es nicht etwas ausschließlich Primäres ist, was sie sicher auch ist? Woraus setzt sie sich zusammen? Was macht sie eigentlich aus? Was macht sie oftmals so schwierig oder zumindest so störanfällig?
Wir werden sehen, dass Sexualität und Sexualisierung nicht so trennscharf sind, wie wir es uns vielleicht vorstellen, sondern dass wir alle unsere Konflikte auch sexualisieren. Wenn wir zu den Patienten zurückkehren, steht am Anfang ein starker Drang, ein unauslöschbares, unüberwindbares Begehren. Ein ähnliches Begehren steht auch am Anfang unseres Lebens. Das wissen wir, wie schon gesagt, seit Freuds Entdeckung der kindlichen Sexualität, mit der sich zugleich Liebe und Bindung entwickeln. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Begehren und stellen uns einen neugeborenen Säugling vor, dessen Überleben davon abhängt, die mütterliche Brust oder als Substitut die Flasche zu suchen. Jeder, der das schon einmal gesehen hat, mit welchem Ungeheuer und Drängen, welcher Spannung dies verbunden ist und wie abrupt es zur Entspannung kommt, sobald die Brust gefunden wird und er gewissermaßen angedockt ist, wird unschwer das Muster des Patienten wiedererkennen, wie er sucht, losstürzt, alles andere ist unwichtig, bis er die richtige Farbe, respektive die Brust gefunden hat. Der Patient entspannt sich in der Gewissheit, dass er angekommen ist und seine Bedürfnisse gleich befriedigt werden. Wobei interessant ist, dass die sexuelle Befriedigung jetzt gar nicht so wichtig erscheint, sondern die Gegenwart einer anderen, die Befriedigungsmöglichkeiten verspricht. Wie bei einem etwas älteren Baby, der die Anwesenheit eines Befriedigung und Beruhigung versprechenden Erwachsenen schon ausreicht, um ein Bedürfnis aufschieben zu können. Man kann also bei dem Patienten schon davon ausgehen, dass er positive frühe Beziehungserfahrungen gemacht hat, die aber nicht hinreichend konstant waren oder die eine traumatische Störung erfahren haben. Jedenfalls stellt er durch das Setting sicher, dass er erwartet wird, dass gegenüber ihm Aufmerksamkeit schenkt, er nicht zurückgewiesen wird, es um seine Bedürfnisse geht und er sich nicht auf die des Gegenübers einstellen muss und so weiter. Tatsächlich fühlte sich der Patient von seiner Mutter sicher geliebt. Er hatte viele positive Körper- und Beziehungserfahrungen mit ihr gemacht. Gleichzeitig war er nach der Trennung der Eltern auch schon in der Grundschulzeit nach der Schule allein zu Hause. Niemand wartete auf ihn und versorgte ihn. Das war jetzt kein Plädoyer für die Prämie sein, ganz gewiss nicht, sondern er butscherte durch die Gegend, wie man in Hamburg sagt, auf der Suche nach etwas, was sich so ähnlich wie ein Zuhause anfühlt. In der sexuellen Erregung und Lust finden sich unbewusste Erinnerungsspuren an unsere primären Befriedigungs- und Schreckenserlebnisse wieder. An die Art, wie wir berührt, gehalten, gewickelt, gebadet, gekitzelt oder geschlagen wurden, genauso wie wir in den Schlaf gesungen oder angeschrien wurden oder als Junge oder Mädchen liebevoll und anerkannt betrachtet oder missachtet, missbraucht und entwertet wurden. Da es sicher keinen Menschen gibt, der nicht beides erlebt hat, wird die Sexualität zu einem hochkomplexen, vielschichtigen, psychischen Geschehen. Wir können uns lustvoll hingeben und erschreckt zurückziehen. Sexualität ist an Beziehung gekoppelt und entwickelt, formt sich in Beziehung. Angst und Lust, Versagung und Befriedigung, Bestätigung und Vernichtung liegen nah beieinander und machen die Sexualität so aufregend wie störungsanfällig. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie das erste Mal bewusst sexuelle Erregung wahrgenommen haben und vielleicht einen Orgasmus hatten, ging es wahrscheinlich mit einem erhabenen Gefühl einher, sich einen solchen Genuss, solches Wohlbefinden selber herstellen zu können. Das Versprechen, all die kindlichen Abhängigkeiten hinter sich lassen zu können und unabhängig von anderen zu sein, war gerade für diejenigen, für die die Abhängigkeit von den Eltern übermäßig quälende Seiten hatte, ein rauschhaftes Erlebnis, das sich je nach Alter mit heftigen Omnipotenzfantasien verbinden konnte. Sexualität bekräftigt also auch die Autonomie und die Omnipotenzfantasien und entfaltet sich zwischen den Polen von Bindung und Autonomie. Genau genommen finden sich in der menschlichen Sexualität die Konflikte wieder, die wir mit uns herumtragen. Ich habe im Folgenden beispielhaft die Grundkonflikte gewählt, um zu erläutern, wie sich unsere Konflikte in der Sexualität ausdrücken und beziehungsweise wie wir sie sexualisieren. Das ist jetzt zunächst einmal der Versorgungs-Autarkie-Konflikt. Männer und Frauen mit starken Versorgungslücken in ihrer Biografie, wie der Patient, können zu einer passiven Sexualität neigen. Sie wollen verwöhnt und umsorgt werden. Bei Männern kann dies wegen der Inkompatibilität mit der männlichen Geschlechtsidentität wiederum stark abgewehrt sein,
sodass sie der Wunsch verschoben, verkleidet oder ins Gegenteil gewendet wird, um nur einige Möglichkeiten zu nennen, und dann manifest gar nicht mehr offen zu tragen tritt. Überwiegt die Autarkie, erleben sich der oder diejenigen in Partnerschaften als lustvoll, im Extremfall als asexuell. Beim Überwiegen des Autonomie-Abhängigkeitskonflikts kann das Autonomie-Erleben stark im Vordergrund stehen. Auf dem einen Pol werden Beziehungen ganz vermieden und Sexualität beschränkt sich auf die Selbstbefriedigung, auf One-Night-Stands oder auf kurze Affären. Wenn Sexualität in Beziehungen zugelassen werden kann, ist sie oft sehr auf das Selbsterleben konzentriert. Es wird weniger die Intimität mit dem Partner gesucht. David Schnarch hat diesen Typen als Trance-Typ bezeichnet, der mit den geschlossenen Augen die eigene Erregung genießt und der Partner oder die Partnerin schnell einen störenden Charakter bekommen können, wenn das so das eigene Erregungsmuster stört. Überwiegt der Abhängigkeitspol, kann es zu Erregungs- und Orgasmusstörungen kommen, weil die Konzentration auf die eigene Erregung und Lust so angstbesetzt ist, dass sie vermieden wird. Man kann den Partner oder die Partnerin keine Sekunde aus den Augen lassen, ohne zumindest unbewusst von Verlassensängsten überwältigt zu werden. Ich denke, das war bei Frauen früher sicher häufiger der Fall, dass sie so Nähe in der Sexualität, ist neulich so, dass sie sagten, sie können Nähe in der Sexualität genießen und der Orgasmus oder die Erregung ist gar nicht so wichtig. Ich denke, es ist auch schon, natürlich liegt das auf der Hand, dass so kulturellen Aspekten hier aber auch eine herausragende Bedeutung zukommen, nämlich so die eigenen Bedürfnisse zugunsten von anderen zurückzustellen, was ja ein typisches weibliches Rollenverständnis war und zum Teil immer noch ist. Bei dem Grundkonflikt Macht und Unterwerfung werden in ihnen möglicherweise sofort fulminante Bilder von sadomasochistischem Sex aufgerufen. Da liegen sie auch richtig. Auch wenn dieser Konflikt nicht unbedingt in einer schrillen sexuellen Inszenierung ausgetragen werden muss, sondern häufiger auch in subtileren Formen zu finden ist. Die vermeintliche Kontrolle über den anderen zu erlangen, zum Beispiel eine Erektion auslösen oder die Erregung steuern, über den anderen Körper bestimmen zu können, ist für viele lustvoll. Wenn wir uns eine überfürsorgliche Mutter oder einen gewaltausübenden, züchtigen Vater vorstellen, um jetzt mal so die Geschlechterklischees zu bedienen, ist es gut vorstellbar, dass sich diese Art von Lust weiter auflädt und zu einem unabdingbaren Bestandteil von Sexualität wird. Der Wunsch, dominiert zu werden, mit dem gewaltausübenden Objekt zu verschmelzen, um sich so zu schützen, beschreibt pointiert den anderen Pol. Jessica Benjamin hat das in dem Buch Die Fesseln der Liebe, finde ich, hervorragend analysiert. Aber in der Leitform ist dies wiederum ein Moment, den die meisten von uns in sich wiedererkennen, nämlich die Lust, sich vom Partner oder der Partnerin überwältigen zu lassen. Schuldkonflikte können auf ähnliche Weise in der Sexualität verhandelt werden. Der Schuldige lässt sich bestrafen und kostet die Strafe aus, denn sie bedeutet die Befreiung der Schuld, während in der aktiven Position die Schuld auf den Partner oder die Partnerin abgeladen werden kann und dies ebenfalls zu einer lustvollen Befreiung führen kann. Geläufig ist dies wahrscheinlich vielen Frauen, wenn sie Sexualität dazu benutzen, eine vermeintliche Schuld wieder gut zu machen. Der narzisstische Konflikt, bei dem es um Selbsterniedrigung bzw. Erhöhung geht, kann ebenfalls wunderbar in sadomasochistischen Arrangements untergebracht werden. Aber die Regulierung des Selbstwerts ist auch genuiner Bestandteil von Sexualität generell und uns allen vertraut. Die Lust, die daraus entsteht, vom anderen begehrt zu werden, die Fantasie, Liebhaber oder Geliebte nach Begehren ranzuholen und abweisen zu können, um sich in ihrem Begehren narzisstisch zu spiegeln, ist weit verbreitet und eines der beliebtesten Motive in Softpornos. Früher wurden solche Männer als Konformisten und Frauen als Nymphomanen bezeichnet, wenn sie diese Fantasien real ausleben. Heute ist dies bei schwindender moralischen Restriktion akzeptiert und wird mehr oder weniger als normal empfunden in einer Gesellschaft, die den Narzissmus der Einzelnen anheizt, um den Konsum zu vergrößern und ihre Sachen vermarkten zu können. Bei den Geschlechtsidentitätskonflikten kann ein Spiel um den Rollen stattfinden. Wie ist es, wenn ich mich als Mann in der Sexualität
als Frau fantasiere? Was tauchen dort für neue Lustmöglichkeiten auf, die ich meine, in der Rolle als Mann nicht haben zu können oder umgekehrt? Um nur eine Möglichkeit zu nennen. Sexuelles Erleben resultiert aus einem Zusammenspiel von Fantasie und Erinnerung, von Ab. Sexualisiertes Erleben resultiert aus einem Zusammenspiel von Fantasie und Erinnerung, von Abwehr und kreativen Bewältigungsstrategien, wozu auch oder gerade perverse, in Anführungsstrichen, Elemente gehören. Ich hoffe, dass bei der Darstellung der Konfliktmuster das inhärente Sexualisierungspotenzial und die Möglichkeit zur pervers-kreativen Konfliktlösung deutlich geworden sind. Wobei beispielsweise der Machtunterwerfungskonflikt ja nicht wirklich über eine sadomasochistische sexuelle Inszenierung gelöst werden kann. Aber es fühlt sich erstmal so an und er kann sich erstmal so anfühlen. Und weil der Konflikt nicht wirklich gelöst ist, kann die illusionäre Lösung immer wieder lustvoll wiederholt werden. Und das Begehren wird von neuem entfacht. Eine gute Möglichkeit, etwas über die Konflikte zu erfahren, die in der Sexualität von Patienten verhandelt werden, und diese Formen sind die sexuellen Fantasien. Wenn eine Frau zum Beispiel fantasiert, vergewaltigt zu werden, so drückt dies ganz bestimmt keinen realen Wunsch danach aus, sondern das Gegenteil. Die Angst, dass Grenzen nicht geachtet werden und dem Begehren anderer ohnmächtig ausgeliefert zu sein und unterworfen zu werden, wäre eine Variante. Also ein klassischer Machtunterwerfungskonflikt. Eine andere Variante könnte bei einer restriktiven Sexualmoral sein, für das eigene Begehren keine Verantwortung übernehmen zu müssen, sondern unschuldig von jemandem zu dieser von dem Über-Ich nicht tolerierbaren Handlung gezwungen zu werden und so eigene Schuldgefühle abwehren zu können. In der Fantasie haben wir die Kontrolle über gefährliche Situationen. Wir sind die Regisseurinnen und können Angst in Lust umwandeln. Jeder Mensch sexualisiert auch seine Grundkonflikte in der Sexualität. Und es gibt nicht die reine, gute, nur zugewandte partnerschaftliche Sexualität. Und wenn es sie gibt, dann zeigen sich die anderen vielleicht als abgründig oder dunkel empfundenen Seiten in der Fantasie, in der Pornografie, in Seitensprüngen oder in Kontakten mit Prostituierten. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich hier eine kleine Pause machen, um Zeit zu Fragen und zu Diskussionen lassen. Und ich finde es persönlich immer ganz schön, mal das, was sich alles so angesammelt hat, auch mal so kurz mit dem Nachbar oder mit der Nachbarin besprechen zu können. Ist jetzt die Frage, wie wir das machen wollen. Wollen wir jetzt denn gleich in die Diskussion kommen oder sagen, so, wir behalten das und machen dann im Anschluss eine Diskussion? Wie stehen die Wünsche? Gleich in die Diskussion? Ja. Also jetzt gleich diskutieren. Okay, gut. Wunderbar. Ja, genau. Machen Sie mal, quatschen Sie mal 5 Minuten. Thank you.
Sorge. Jetzt da die verschiedenen Konflikte. Na, ich fand das eine sehr interessante und gute Einführung so über die verschiedenen psychischen Funktionen. Über die verschiedenen psychischen Funktionen, die Sexualität haben kann. Ja. Und eigentlich, wie das auch im Titel Ihres Vortrags vorkommt, wäre ich neugierig, noch ein bisschen mehr über Porno zu hören. Ja. Und fände es auch gut, wenn Sie einfach da weiter tun. Diese Lüste auch befriedigen, ja? Weil das Mikrofon gerade so nah bei mir ist. Ich habe eine Übersetzungsthematik sozusagen, bis hin zum Problem. Das sind ja grundlegende psychoanalytische Grundkonfliktbeschreibungen. Wir in der Gestalttherapie, werde gern korrigiert und ergänzt, uns fehlt es sehr häufig an der eigenen Grundtheorie. Und ich muss es für mich eigentlich übersetzen, weil wir ja nicht von dem defizitorientierten Bild der Konflikte ausgehen, oder nicht nur, sondern eher von Strategien. Und ich bin so ein bisschen mitdenkend sozusagen für mich als Gestalttherapeutin, wie viel kann ich da überhaupt übernehmen in meine wissenschaftstheoretische Grundhaltung. Da bin ich noch so ein bisschen am Übersetzen. Und das ist für mich sehr nachvollziehbar. Peirce kommt aus der Psychoanalyse, hat ja da viel reflektiert und unreflektiert mit hereingenommen. Ja, finde es spannend, freue mich auch auf die weitere Vertiefung. Danke. Okay. Ja. Während es eben um Sexualität und Sexualisierung ging und das Verhältnis zu den anderen, möchte ich mich jetzt mit sexueller Sucht und Abhängigkeit beschäftigen. Das Thema klang in dem Fallbeispiel ja schon an. Als ich begann, mich mit dem Thema sexueller Sucht zu beschäftigen, kamen gehäuft junge Frauen zu mir in die Praxis. Manchmal mit sexuellen Problemen, manchmal wegen Depressionen. Sie erwähnten dann ganz nebenbei, dass sie über Internetportale Kontakt zu sadomasochistischen Szenen bekommen haben und dort regelmäßig Sexualpartner rekrutieren. Die Logs in diese Portale fanden zeitweise täglich statt und hatten einen hohen Stellenwert in ihrem Tagesablauf. Ich würde hier noch nicht von einer Sucht sprechen, wohl aber von einer gewissen Abhängigkeit. Diese 20- bis 27-Jährigen, in der Regel sehr attraktiven Frauen, hatten oftmals 2 bis 3 verschiedene Sexualpartner in der Woche, die sie zum Teil wiederholt trafen und denen sie sexuell zu Diensten waren. Anfangs war ich richtig irritiert darüber.
und vor allem auch über die Beiläufigkeit, mit der sie dies erwähnten. Ich stellte mich zu Recht auf schwierige Behandlung ein, zumal noch erschwerend hinzukam, dass sie mit Mitte 20 kaum oder in seltenen Fällen sogar noch gar keine, ich sag mal, normalen sexuellen Erfahrungen gemacht haben, in dem Sinne, dass sie in einer, wenn auch noch so flüchtigen Liebesbeziehung stattgefunden hätten. Die Kontakte über das Netz stellten, wenn nicht die ersten, so doch die zweiten oder dritten sexuellen Kontakte überhaupt dar. Ein weiteres Fallbeispiel. Frau S., 26 Jahre alt, kommt, weil sie das Gefühl hat, sexuell kaum noch empfindungsfähig zu sein. Wenn ich mich stimuliere, fühlt es sich an wie unter Wasser, seit ich das Piercing aus der Klitorishaut habe entfernen lassen. Es stellt sich heraus, dass sie sich aus Wut über die Beendigung ihrer ersten und einzigen Beziehung ein Klitoris-Piercing hat machen lassen. Sie wollte sich ein für alle Mal unempfindlich machen gegen ihre Wünsche nach einer Liebesbeziehung, die ohnehin nie in Erfüllung gehen. Als Kind nicht, als Jugendliche nicht und als erwachsene Frau erst recht nicht. Wenn ihr diese Wünsche bewusst wurden, fühlte sie sich schwach, bedürftig und abhängig. Sie hasste sich für diese Schwäche. Kurz darauf begann sie, in verschiedene Portale zu gehen. Sie suchte nach Kontakten, sie wollte sexuell erfahren und souverän sein und nicht so eine unerfahrene Person vor Männern, die ihr stark erschienen. Sie stellt sich vor, wie diese ihr erliegen und nichts anderes mehr wollen, als sofort Sex mit ihr zu haben. Das ist die narzisstische Seite, die sie in den Kontakten inszeniert. Da sie Zärtlichkeit nicht wirklich kennt, setzt sie innerlich Zärtlichkeit mit Schwäche gleich und so kommen zärtliche Männer nicht in Frage. Sie wären ihr zu ähnlich und nichts will sie mehr als anders zu sein, als sie ist. In der SM-Szene scheint sie geschützt zu sein vor Beziehungs- und Liebeswünschen. Unter der Regie der Doms kann die eigene Unsicherheit leicht versteckt und darin können kindliche Abhängigkeitswünsche gelebt werden. Sie kann sich zugleich beweisen, dass sie gegen Schmerz immun ist, ihm mutig entgegentreten kann, statt ihm ängstlich auszuweichen. Ihr kann niemand mehr etwas anhaben. Das ist vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte ein zentrales Thema. Aber die Wünsche sind nicht ausrottbar. Sie kommen wieder und wieder und müssen immer wieder besiegt, bedient werden in immer neuen Kontakten. Am Beispiel von Frau S. lässt sich der für diese Gruppe von jungen Frauen relativ typische Verlauf nachvollziehen. Im Laufe dieser Behandlung stellt sich fast immer auch eine tiefe narzisstische Persönlichkeitsstörung heraus. Ich denke, narzisstische Störungen stellen auch eine Brücke zum suchtartigen Verhalten dar. In einer individualisierten Gesellschaft, in der jeder sehr auf sich selbst gestellt ist, um seinen Selbstwert zu sichern und in der Wert allgemein stark sexualisiert ist, ich habe dies ja vorhin schon angerissen, liegt es nahe, dass durch sexuell süchtiges Verhalten immer wieder kurzzeitige Selbstwertstabilisierungen möglich sind, in der Kombination aus Fremdbestätigung und gespürter körperlicher Intensität von Erregung und Entlastung, die anders nur schwer so zu erreichen sind. Des Weiteren werden durch die verschiedenen sexualisierten Inszenierungen von Abhängigkeits- und Autonomie, Macht- und Unterwerfungsbestrebungen diese kontradiktären Wünsche temporär befriedigt. Durch die Verschiebung und Sexualisierung ist die Befriedigung möglich, ohne sich mit den angstmachenden Gefühlen einer realen Liebesbeziehung auseinandersetzen zu müssen. Wie bei anderen Süchten auch, wird neben der Selbstwertstabilisierung der existenzielle Wunsch nach einer guten Erfahrung mit Abhängigkeit in einer nahen Beziehung auf eine vermeintlich ungefährlichere Variante verschoben. Nee, kommt nicht. Die haben das schon probiert. Das können Nahrungsmittel oder Drogen sein, oder es kann eben auch Sexualität sein, wenn diese nur weit genug weg ist von dem Wunsch, geliebt zu werden und aufgehoben zu sein, um es etwas pathetisch auszudrücken. Der Wunsch danach wird entstellt, ins Gegenteil verkehrt, bis sich die Spur im Bewusstsein verliert, mit dem Ergebnis der Selbstentfremdung, der Fragmentierung und Dissoziation. Das ist im Zusammenhang mit den individualgeschichtlichen Ursachen und der Behandlung von sexuellen Störungen wichtig. Die mehrheitlich männlichen Patienten, die ausdrücklich wegen irgendeiner Form von Sexsucht, so ihre Selbstbezeichnung, zu mir in die Praxis kommen, sind in ihrer Symptomatik sehr heterogen.
Es gibt den, der in der Mittagspause schnell zu Prostituierten geht. Es gibt heterosexuelle Männer, die sich in Portalen anmelden, ihre Profile erstellen, die Profile von anderen prüfen, Bilder freischalten und freischalten lassen, vergleichen, hin und her mailen oder sich in Chatrooms treffen und chatten und sich dann zum Sex verabreden, wie es sich häufig bei Frauen fänden. Oder schwule Männer, die mehrere Dates am Tag arrangieren, bei denen das Tempo zwischen Kontakt im Netz und realem sexuellem Kontakt vergleichsweise rasant ist. Es gibt die, die sich nachts aus dem Ehebett schleichen, sich in ihrem Arbeitszimmer zurückziehen und dort nächtelang Kinderpornografie herunterladen, aber durchaus noch mit ihren Ehefrauen Sex haben. Männer, die auf verbale Demütigung stehen und sich von ihrem Computer erniedrigen lassen, während sie gleichzeitig selig an High Heels schnüffeln und ausschließlich so oder am liebsten so zum Orgasmus kommen. Oder andere, die unter ihrer Sucht nach immer neuen Bildern leiden, die Sexualitäten ihrer Ehefrau aber bevorzugen würden, wenn diese nur öfter bereit wäre. Allgemein ist aber der mehr oder weniger große Zwang, den sie im Zusammenhang mit den Handlungen erleben. Das ist meines Erachtens bei Frauen sehr viel weniger stark ausgeprägt. Die Männer erleben es wie einen unbezwängbaren Drang, nach neuen Bildern zu suchen, Prostituierte aufzusuchen oder Sexpartner im Netz zu akquirieren. Die leiden unter dieser Sucht und es kommt meist zu erheblichen Beeinträchtigungen ihres sozialen, beruflichen und partnerschaftlichen Lebens. Ich möchte dies anhand einer E-Mail-Anfrage kurz illustrieren. Ein Mann, Anfang 40, schrieb mir, ich habe schon in jungen Jahren, ca. 13 Jahre, angefangen zu onanieren. Dabei habe ich mir Bilder von Frauen aus der Bravo ausgeschnitten und diese auf Papier geklebt. Ich glaube, dass nur selten ein Tag verging, ohne zu masturbieren. Und ich tat dies mehrere Male täglich. Unabhängig, ob ich in meiner Jugend eine Beziehung hatte oder nicht. Seit der Digitalisierung und dem Internet fällt es mir sehr schwer, nicht auf Pornografie zuzugreifen. Ich versuche schon seit 15 Jahren aufzuhören, ohne dass ich Erfolg damit habe. Seit ich vor 4 Jahren geheiratet habe, belastet meine Sucht das Verhältnis zu meiner Ehepartnerin. Oft sitze ich nachts Stunden vor dem Fernseher und onaniere, während meine Frau neben mir schläft, also nebenan schläft. Das führt so weit, dass ich immer öfter keine Lust mehr habe, mit ihr zu schlafen und ich fühle, dass das Problem zunimmt. Eventuell kommt auch das Problem der vorzeitigen Ejakulation davon. Auch mein Verhältnis zu Frauen ist gestört, da ich immer zu Frauen nicht attraktiv finde, in der Öffentlichkeit anstarre und mir sexuelle Gedanken über sie mache und mir vorstelle, mit ihnen Sex zu haben. Ich habe schon versucht, TV, Internet und Zeitschriften aus meiner Wohnung zu nehmen. Allerdings stehe ich dann am Fenster und versuche, mich ein paar Passantinnen zu befriedigen. Ich hoffe, dass sie mir weiterhelfen können, denn ich leide sehr unter meinem Zwang. Zunächst einmal fällt der mediale Wandel, der in den letzten 20, 25 Jahren stattgefunden hat, ins Auge. Von den wöchentlichen Bildern aus der Bravo am Anfang, die der Patient noch mit Schere und Kleber bearbeitet hatte, hin zu den immer verfügbaren digitalen Bildern, die das Tempo und die Zugriffsgeschwindigkeit zwar erhöht haben, aber auch nicht dazu führten, dass nichts anderes in seinem Leben mehr Platz hat. Trotz seines sexuellen Suchtverhaltens hatte er fast immer sexuelle Kontakte zu Frauen, auch wenn er keine festen Beziehungen hatte. Er heiratet, macht eine Ausbildung und beginnt, sich mit seinem Verhältnis zu Frauen auseinanderzusetzen. Der Blick auf sein suchtartiges Masturbationsverhalten verändert sich. Ein Leidensdruck entsteht und wächst. Und ich glaube nicht nur deshalb, weil die Sucht immer stärker und unkontrollierbarer wird, sondern auch, weil sein suchtartiges Masturbationsverhalten immer weniger mit seinem Selbstbild vereinbar ist, beziehungsweise mit dem Erwachsenwerden kollidiert. Nach einer Studie von Schmidt und Mathisen aus dem Jahre 2011 konsumieren 90% der männlichen Jugendlichen und 10% der weiblichen Jugendlichen mehr als sporadisch Pornografie im Internet. Der Pornografiekonsum lässt bei den meisten Jugendlichen nach, sobald sie eine Freundin oder einen Freund haben, mit der sie sexuell lustvoll und befriedigend erleben. Dies ist bei dem Absender der E-Mail nicht der Fall. Er beschreibt Probleme in der Sexualität, in einer vertrauten, intimen Beziehung und weicht auf phantasmatische Sexualobjekte aus. Die sind offenbar ungefährlicher für ihn, auch wenn wir nicht wissen, worin genau die Gefahr besteht. So lässt sich doch erahnen, dass
dass er einen Entwicklungsschritt nicht gemacht haben konnte, vielleicht so abhängig an frühe Liebesobjekte gebunden. Aber bevor wir uns hier in Spekulation verlieren, möchte ich mich noch mit dem Thema Pornografie im Internet beschäftigen. Allein schon des Umfangs wegen. Gibt man bei Google als Suchanfrage Porn ein, erscheinen 374 Millionen Seiten. Pro Tag werden 2,5 Billionen E-Mails mit pornografischen Inhalten versendet. 25% aller Suchanfragen im Internet sind zu Begriffen von Porn, Sex, Adult, Dating. Der weltweite Umsatz mit Pornografie wird auf 97 Milliarden US-Dollar geschätzt. Von den geschätzten 40 Millionen Menschen, die jährlich Pornografie im Internet konsumieren, sind 72% Männer und 28% Frauen. Man geht davon aus, dass ungefähr 5% aller männlichen Pornografiekonsumenten süchtig werden, das heißt die Kontrolle über ihren Konsum verlieren, ähnlich wie bei Computerspielen. Auf Deutschland bezogen hieße das, dass man ja schon etwa 150.000 Männern ausgehen kann, die sexsüchtig und behandlungsbedürftig sind. Ulrich Clement hatte Männern und Frauen mit pornografischen Süchten eine Fantasiestörung attestiert. Phänomenologisch ist diese Betrachtung sicher richtig. Der Hintergrund ist meiner Erfahrung nach aber eine basalere Störung bzw. ein strukturelles Defizit, das verhindert, mit den eigenen Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten in Kontakt zu kommen. Diese Menschen sind in ihrer Symbolisierungsfähigkeit beeinträchtigt. Sie erleben ihre Wünsche diffus, können sie schwer fassen und zum Ausdruck bringen. Der britische Psychoanalytiker Peter Fonagall bezeichnet diese Störung als Mentalisierungsstörung, die regelhaft bei Borderline-Patienten auftreten. Diese Menschen haben es nicht erlebt, dass ihre Emotionen, Wünsche und so weiter etc. im frühen Kindesalter hinreichend gut gespiegelt wurden. Der grundlegende Gedanke hierbei ist, dass Säuglinge ihren eigenen Ausdruck erst durch die Spiegelung im anderen verstehen lernen und in die Lage versetzt werden, sich in andere Menschen einzufühlen und ihre Gefühle richtig zu deuten. Mir ist aufgefallen, dass Patienten und Patientinnen einer sexuellen Suchtentwicklung aus ihrer Vorgeschichte häufig berichten, dass sie sich exzessiv mit Dingen umgeben, die genau diese Spiegelungsfunktion haben. Es können Bücher sein oder Schallplatten, bei deren Anblick bestimmte Gefühle wachgerufen werden, die psychisch existenziell wichtig sind, weil sie einen selbstbestätigenden Widerhall in den Patienten erzeugen. Über die Interaktivität im Internet erleben diese Menschen, dass ihre sexualisierten Sehnsüchte, Wünsche und Ängste laufend gespiegelt werden. Der Vergleich mit dem therapeutischen Übertragungsraum liegt auf der Hand. Gerade in nicht deutlichen humanistischen Therapieverfahren wie die Gestalt- oder Gesprächstherapie versucht die Therapeutin, die Äußerung des Patienten so zu spiegeln, dass dieser mit seinen eigenen, noch nicht erkannten Gefühlen, Impulsen oder Gedanken in Kontakt kommt. Carl Rogers nannte diese Technik das Verbalisieren von emotionalen Erlebnisinhalten. Das Internet vermag in seiner Spiegelungsfunktion sicher nicht das Gleiche. Ich möchte aber die These in den Raum stellen, dass viele PatientInnen über den Prozess des Durch- und Weiterklickens überhaupt erst ihren Regungen auf die Spur kommen. Sie geben etwas ein und wenn die Antwort nicht stimmt, Bilder, Texte, Videos zurückkommen, die nicht gemeint waren, können sie es so oft weiter versuchen, bis sie sich in ihren richtigen Wünschen verstanden fühlen. Wie Säuglinge, die so lange schreien, bis die Quelle ihrer Unlust beseitigt ist bzw. nicht mehr spürbar ist und ein lustvolles Gefühl an diese Stelle tritt. So halten tatsächlich viele sexsüchtige Männer ihre lustvolle Erregung stundenlang aufrecht, bis sie zum Orgasmus kommen. Die Freude in ihrer Erregung verstanden, gespiegelt und bestärkt zu werden, ist viel wichtiger als der Orgasmus selbst. Nun wissen wir, dass in der Erwachsenensexualität gerade auch das Lust macht, was frühe Konflikte, Demütigungen oder unerträgliche Ohnmachtsgefühle berührt, die aber jetzt mehr oder weniger triumphal überwunden werden können. Über diesen Prozess steuern sie mit der Maus auf unbewusste Konflikte, unbewältigte Ohnmachtsgefühle oder Schlüsselszenen zu, ohne dass dies bewusst wird, vergleichbar mit dem Patienten im ersten Fallbeispiel, der auf der Suche nach einer real körperlichen Frau auf seine Schlüsselszenen zusteuert.
oftmals die indischen Szenen offen da, da beispielsweise Ohnmachtsverhältnisse in SM-Praktiken inszeniert werden. In anderen Fällen ist dies wiederum, ein szenisches Verständnis wichtig. Ich will gleich nochmal ein weiteres Fallbeispiel. Herr B. ist Anfang 30, verheiratet, zwei Kinder und er kommt, weil er darunter leidet, dass er im Internet immer nach Bildern von Frauen sucht, die Pelze und Stiefel tragen. Er stellt sich vor, dass er diesen Frauen begegnet und sie miteinander ganz normalen Sex haben. Er wünscht sich eine solche Inszenierung auch mit seiner Frau, die aber überhaupt keine Ambitionen in diese Richtung hat. Es war wenig ergiebig, die Fetischspur weiter zu verfolgen, auch wenn diese als zentrale Masturbationsfantasie behandelt, aufschlussreich ist und auf das narzisstische und regressionsgefärbte Bedürfnis verweist, von einer reichen, sexuell erfahrenen Frau begehrt und verführt zu werden. Dieses Bedürfnis spiegelt sich auch in der Wahl seiner Ehefrau wider, die ihm zumindest vor der Behandlung in vieler Hinsicht emotional überlegen war. Wichtig in Bezug auf die Schlüsselszene in seiner Sexbilder-Suchsucht erwies sich in diesem Fall aber ein szenisches Verständnis der Reinszenierung. Bei genauerem Nachfragen wurde deutlich, dass der Patient dann das unabweisbare Bedürfnis hat, nach Bildern zu suchen, wenn er sich am Arbeitsplatz überfordert und allein fühlt. Es liegt ein Berg von unerledigten Aufgaben vor ihm. Er ist stundenlang alleine Problemlösung verfasst, als Informatiker. Es tritt ein Zustand der Entfremdung auf, der ihn nichts mehr fühlen lässt. Jetzt tritt der Drang zu onanieren auf. Er sucht nach Bildern von Frauen im Internet, die unbewusst sein Gefühl von Wertlosigkeit und ängstigender Ohnmacht aufheben. Er kann onanieren. Danach ist seine Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt. Die Erinnerung an die Körpergefühle in den verschiedenen Phasen führte zu der Schlüsselszene. Er ist ungefähr 9 Jahre alt, allein im großen Haus, das sie gerade neu bezogen haben. Seine Eltern arbeiten beide noch. Er sitzt vor einem Berg von Hausarbeiten. Das Entfremdungsgefühl setzt ein, er onaniert, der Kontakt zu sich ist wiederhergestellt. Die Angst, die sich seiner bemächtigt hatte, ist überwunden. Der Patient verfügte kaum über positive innere Objekte. Die Eltern beschrieben da beide als merkwürdig, in ihrer Persönlichkeit deutlich gestört und nur eingeschränkt in der Lage, sinnvoll mit anderen zu kommunizieren. Auf seine Äußerungen wurde in schräger Form geantwortet. Die Reaktion der Eltern hatten immer mehr mit ihren eigenen inneren Welten zu tun als mit ihm. In der Pubertät begann er über Musik zu erleben, wie es sich anfühlt, auf die eigene Stimmung einen Widerhall zu erleben. Er wurde ein gefragter DJ, denn er reagierte auch schnell auf Stimmung von anderen und fand die richtigen Lieder, die die Stimmung im Saal aufnahm und zurückspielte. Auf diese Möglichkeiten konnte er zu Hause inmitten all seiner Bücher, Bilder und Schallplatten zurückgreifen, wenn er sich in einer labilen Stimmungslage befand, nicht aber im Büro, wo es kaum etwas gab, was ihn in seiner Existenz widerspiegelte. Die Sublimierung, die ihm zu Hause gelingt, funktioniert im Büro nicht. Der Regressionssog wird stärker. Er sucht nach jemandem, bei dem er sich aufgehoben fühlt, nach einer Frau, die fest im Leben steht. Das Verstehen dieses Prozesses und Schlüsselszene war der Anfang eines sehr zügigen therapeutischen Prozesses. Es gelang, die nun therapeutisch gespiegelten regressive Bedürfnisse zu integrieren, die Schlüsselszene durchzuarbeiten und die Behandlung nach 50 Stunden erfolgreich abzuschließen. Das geht sicherlich nicht immer so zügig, aber ich habe wirklich erstaunlich viele Behandlungen erlebt, in denen sich die sexuelle Suchtproblematik in wirklich kurzer Behandlungszeit auflösen ließen, soweit die individuellen Rahmenbedingungen günstig waren. Für die heterosexuellen Partnerschaften sieht es meist weniger günstig aus. Ich habe zwar keine Statistiken darüber gefunden, aber die einzelnen Fallberichte, die publiziert worden sind, die Gespräche mit Fachkollegen, meine eigenen Erfahrungen, alles weist in eine Richtung, dass die Paarbeziehungen an der Pornografiesucht in der Regel zerbrechen. Für die Partnerin, ich kann mich nur an einen Fall erinnern, bei der ein Mann betroffen war, seine Frau hatte immer wieder Hardcore-Pornos als weibliche Darstellerin gedreht, ist die Online-Sexsucht in ihrer Männer meist narzisstisch, sehr kränkend. Also für die Frau Partnerin ist es sehr kränkend. Sag mal Miranda, die auf dem Bildschirm aufpoppt mit den prallen Brüsten und der heißen Muschi, die nur darauf wartet, in allen erdenklichen Stellungen genommen zu werden, erscheint attraktiver, begehrenswerter und als bessere Frau oder zumindest geliebt.
Ihre Bedürfnisse scheinen sich mit denen ihrer Männer zu decken. Hinzu kommt, dass die sexuelle Beziehung des Paares häufig nicht befriedigend ist. Nicht selten haben die Männer in ihren Partnerschaften zumindest leichte Potenzprobleme oder die intime Beziehung ist auf andere Weise gestört, sodass die Online-Sexsucht als Beweis gewertet wird, dass der Partner innerlich schon gegangen ist und sich virtuell anderen Frauen zugewandt hat. Kommen noch, wie bei dem gerade beschriebenen Patienten, an etwas bizarre Masturbationspraktiken hinzu, entstehen meiner Beobachtung nach in der Regel befremden Abscheu und das Gefühl, den Partner gar nicht richtig zu kennen. Wenn es um kinderpornografisches Material geht, ist dies noch einmal potenziert. Die Partnerinnen nehmen durchaus etwas wahr, was richtig ist, auch wenn es nicht alles ist. Männlichkeit wird kulturell immer noch über den Ausdruck von Aggressionen und über die Fähigkeit, anderen den eigenen Willen auszudrücken, definiert. Man denke nur an Trump oder Erdogan. Auch wenn die Genderrollen nicht mehr so stark, sondern durchlässiger geworden sind, wird in Zeiten gesellschaftlicher oder individueller Krisen auf sichere Bastionen und vertraute Abwehrmechanismen zurückgegriffen. Nichts anderes machen sexsüchtige Männer, die sich über die Fantasie, sexuell nach Belieben über Frauen verfügen zu können, stabilisieren, indem sie ihre regressiven Wünsche und die Abhängigkeit von Frauen abwehren und in ihr Gegenteil verkehren. Ihre Partnerinnen fühlen sich herabgesetzt und sind mit Seiten konfrontiert, die sie latent bedrohen. Sie wenden sich ab. Als Therapeutin ist es unsere Aufgabe, die Psychodynamik von Patienten zu verstehen und die verdrängten und oder abgespaltenen Bedürfnisse und Gefühle in die Persönlichkeit zu reintegrieren. Aber das ist nicht Aufgabe der Partnerin. Und auch als weibliche Therapeutin finde ich es mitunter nicht leicht, diesen Angriff auf die weibliche Integrität auszuhalten und immer wieder auf die Metaebene zu gehen, die Verständnis und letztendlich Veränderung ermöglicht. Vielen Dank.